Hallo Freunde und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ja, reagiert das Spiel jetzt auch? Das wäre ganz nett. Jetzt reagiert das sehr schön. Ja, wir sind wieder einmal dabei, hier unseren kleinen Zwergen ihr Reichweite auszubauen. Und da es ja letztes Mal Probleme gab mit den neu ankommenden Zwergen, habe ich da einen hübschen Trick bekommen, oder einen Tipp bekommen, was ich mal probieren könnte, nämlich die Meeting Area hier einfach einmal zu entfernen. Somit und eine neue hinzumachen, beziehungsweise einmal kurz zu sehen, wieder anzumachen und eine neue zu machen, damit unsere Zwerge quasi neu motiviert werden, dahin zu gehen. Und schwupp. Da haben wir wieder einen. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Wir können ja mal, irgendwo konnte ich ja noch finden, wo die gekommen waren. Abgesehen von diversen Tieren, die hier gekommen sind. Und na, bisher hilft es leider noch nicht. Vielleicht tut sich da ja noch was. Sieht ja jetzt auch nicht so toll aus. Wenn ich Pech habe, bleiben die da wirklich stehen. Das wäre natürlich richtig, richtig lästig. Und wir müssten bis zu einer späteren Welle warten, um die in unsere Reihen aufzunehmen. Schade eigentlich. Ich würde die da gerne nutzen. Aber wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht. Beziehungsweise wenn das Spiel da buggt. Aber ansonsten können wir hier ja gemütlich weitermachen. Immerhin ist unser. Na, Wohnraum hier fast fertig ausgehoben. Da sitzt gerade noch jemand dran. Wer macht denn das? Ach, der Mr. Glacier ist hier gerade fleißig. Wenn da oben noch ein Minenarbeiter am Schlafen ist, der Darkon. Ja, sei ihm ja auch mal vergönnt. Und noch irgendjemand dackelt hier gerade ab. Der Giga Games, der möchte sich auch schlafen legen. Kann ich auch verstehen, ist ja in Ordnung. Ansonsten kann ich mal gucken, ob wir schon wieder neue Dinge fertig haben. Zum Beispiel neue Kabinetts? Nein, schade. Schadi, schadi, schadi. Und was ist mit neuen Containern? Da wohl noch? Na, das war die falsche Taste. Welche, die ich hier hin tun kann? Koffers, ja, immerhin zwei Stück. Dann können wir die hier schon mal mit ausstatten. Dann wird das langsam mehr. Ah, und die erste Hahn wurde geschlachtet, also gibt es bei der Nahrungsmittelproduktion gleich noch ein bisschen mehr. Was das hier angeht, da kann ich noch ein paar in Auftrag geben, dass mehr gekocht werden soll. Damit wir hier auch uns das Essen nicht ausgeht. Und das kann ich auch nochmal nach den Schmieden gucken. Ich weiß, das ist nämlich schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe, da weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich zuletzt gemacht habe. Wir haben zwei Iron Bars da. Sollen die auch noch genutzt werden? Nö, scheinbar nicht. Na dann. Setzen wir die doch mal in Rüstung um. Eisen, ja doch, Eisen. Haben wir es ja. Was geben wir mal? Machen wir zwei Mail-Shirts. So, Kettenhemden. Dürften das sein? Dürfte. Und er sitzt hier oben immer noch wahnsinnig rum und wartet darauf, dass das Material kommt, was nicht kommen wird, weil wir es nicht haben. Was waren das? Ja, genau. Leather und Cloth. Und ich glaube, beides haben wir noch nicht da. Oder wenn da auf jeden Fall nicht verfügbar. Leather haben wir auf keinen Fall, das weiß ich. Cloth hatten wir, glaube ich, gekauft. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und wenn er sich nicht in der Lage ist, das zu holen, wird es wohl nicht funktionieren. Von daher hat er dann halt einfach mal Pech gehabt. Kommt leider auch vor. Genauso ärgerlich ist es, wenn die Zwerge auf einmal die Idee kommen, beim Arbeiten irgendwie Knochen haben zu wollen oder so etwas. Wenn man das noch nicht hat, dann hat man halt einfach Pech gehabt. Kann man da nicht so viel machen. Währenddessen hat McWoody mal wieder ein Masterpiece gemacht. Macht er doch alle Nase lang, oder? Ja. Das war er, der die hier oben auch immer schon gemacht hat. Finde ich aber ganz gut so. Die kann man eigentlich immer gebrauchen. Vor allen Dingen für Betten ist das eigentlich sehr nett. Denn dann heben die den Schlafkomfort deutlich an. Hier haben wir uns hier zu tun. Geben wir hier oben nochmal Fässer in Auftrag oder nee, ich Fässer lieber Bins. Da mag ich gerade noch mehr von haben. Auch wenn ich glaube ich insgesamt davon dicke genug habe, wie man hier sieht. Aber sicher ist sicher. Wie sieht es hier aus? Eigentlich müssten Rock Toys sollen hier noch gemacht werden. Da sitzen aber nicht so viele dran. Sind meine Zwerge eher ein bisschen faul. Hier haben wir hingegen noch genug zu tun. Hier werden noch Koffer gemacht. Kommen wir auch gleich noch mehr von machen.
Hier waren genau Statuen. Hier können wir von den Kabinetts auch noch mehr machen. Und hier dürften eigentlich genau, da ist meine, sind meine Türen, die gebaut werden. Davon kann man immer mehr gebrauchen. Da kann man nämlich hier nochmal ein paar mehr Räume mit Türen versehen, wenn wir gerade schon so viele haben. Sehr schön, dann können hier auch noch Türen rein. Unser Stockpile hier auch mal betürt. Betürt. Ja, was ich euch noch erzählen kann, mein, das Shogun 2 Let's Play ist mittlerweile fertig. Wenn ihr das hier seht, dürfte das da gestern der letzte Teil hochgeladen worden sein. Wenn ihr da Vorschläge habt, was ich bei Shogun 2 als nächstes so für eine Kampagne vielleicht mal spielen soll, dann könnt ihr mir da gerne Bescheid sagen. Dann könnt ihr mir das am besten in die Kommentare reinschreiben. Und dann kann ich da auch Rücksicht drauf nehmen, denn ich habe mich noch nicht entschieden, was ich da als nächstes machen will. Ich weiß so, dass ich irgendwie wieder was da machen will, weil mir das Spiel immer noch sehr gut gefällt. Nur halt noch nicht, welche Kampagne. Wer da also irgendwelche Interessen hat, kann mir das da gerne schreiben. Ansonsten haben wir jetzt hier langsam alle Türen fertig, sodass auch, uns auch der Türenvorrat schon langsam wieder ausgeht. Dafür die Arbeitsebenen aber komplett betürt ist, wenn sie das fertig gebaut haben. Sehr schön. Und ich kann erstmal hier auch eine hinbauen. Falls man hier hinter mal weitergraben will, hat man da sicherheitshalber eine Tür dazwischen. Und dann gucken wir mal unserem Grabemännchen. Ja, der ist hier fertig. Das ist gut. Dann können wir hier zu Ende dumpen. Und können hier eigentlich gleich weiter Türen einsetzen, wir eh schon dabei sind. Jetzt habe ich einen vergessen. So, Türen hatten wir genug. Das ist schön. Betten haben wir auch noch reichlich. Dann kann ich dich auch gleich reinbauen. Dann können wir die Räume auf jeden Fall schon mal als Schlafräume zuweisen. Und die restliche Einrichtung kann man dann ja noch nachholen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Übersicht, ob uns das an Schlafräumen erstmal reicht oder ob wir dann noch mehr brauchen. Außerdem kann ich hier noch eine Tür einbauen, um diesen Bereich hier so ein bisschen. Ah, Mist, da fehlt mir jetzt natürlich genau eine. Da muss ich das später mal nachholen. Dann weiß ich aber wo schon, wo meine nächsten Türen hingehen werden. Und jetzt gehe ich gerade wohin, wo ich gar nicht hin wollte. Oh, er went insane. Das heißt, er ist wahnsinnig geworden und deswegen sagen wir jetzt einfach mal hier Forbidden Passage. Dann kann hier keiner mehr durch, dann darf er da drin halt insane rumrennen. Ja, die Leatherworks sind prinzipiell wieder frei, aber er ist hier wahnsinnig. Das heißt, er wird da drin jetzt irgendwann verhungern. Und ich kann währenddessen mal in meine. Wo hatte ich denn die Gräber? Die waren doch irgendwo genau hier. Da kann ich nämlich Use for Burial setzen wir mal auf Ja. Aber Tiere erlauben wir dann nicht, denn die wollen wir nicht. Wir wollen erstmal, dass die für Menschen benutzt werden. Sonst kann man hinterher auch seine Tiere beerdigen. Aber das bringt uns bisher nicht so viel. Also ist jetzt nicht so wichtig. Außerdem haben wir ein paar hübsche Statuen drin. Finde ich jetzt als Grab erstmal ganz okay. Scones, ja, und er heißt Scones Dark Raving Mad. Also er haut wahrscheinlich wild wahnsinnig um sich. Was uns dadurch, dass er da jetzt eingesperrt ist, aber nichts tut, zum Glück. Das ist ganz gut, dass ich da rechtzeitig die Idee hatte, ihn einzusperren. Denn sonst wäre das wahrscheinlich noch viel, viel lästiger. Ja, wie sieht es mit dem Eisen aus? Ah, da wird dran gearbeitet. Da macht der Tobi gerade mal wieder eine gute Arbeit. Und wird damit als Armor Smith auch irgendwann besser. Ja, das ist okay. Ich wollte dabei mal was anderes gucken, nämlich unser Mac Woody ist mittlerweile High Master Carpenter. Das ist natürlich schön, der arbeitet sehr, sehr schnell. Und der hier arbeitet, ist immer ein Competent Mason. Ja, der bräuchte eigentlich noch mehr Übung da drin, aber was soll's. Wird sicherlich auch noch kommen. Und wir bräuchten mal wieder einen neuen Mechanik, denn da wird gar nicht mehr dran gearbeitet quasi.
Hier passiert genug. Wie sieht der Vorrat für Trinken sieht gut aus und für Others, also vor allen Dingen für Essen sieht er auch gut aus. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden soweit. Mich ärgert nur, dass wir die Zwerge da draußen immer noch nicht herbekommen können. Ich habe keine Ahnung, was genau da jetzt der Fehler ist. Wenn irgendjemand da noch Ideen hat, immer gerne her damit. Ich habe nämlich keine. Denn ich befürchte, dass das wirklich ein Bug ist. Und da ist das dann nicht so einfach, da irgendwie noch was zu retten. Item Blocking Site, ach, ich hasse es, wenn sie das sagen. Wo haben sie das denn? Da irgendwo. Das heißt, bei dem hier oben. Ich versuche das halt einfach nochmal. Wir mittlerweile neue Türen? Ja, sehr schön. Ist zwar nur eine, aber die reicht schon mal, um das zuzubauen. Eigentlich wüsste ich jetzt gerne mal, wo sie momentan am Graben. Ah, endlich. Darauf hatte ich gehofft, dass sie jetzt die Baracke fertig machen. Und sie haben oben sogar noch Metalle gefunden. Das ist nicht unbedingt schlecht. Das kann man vielleicht später nochmal nutzen, wenn man da irgendwie in Engpässe gerät. Und mit dem Koffer haben sie immer noch Probleme, da muss ich da halt später nochmal rein, wenn da der Stein, der da drunter liegt, wahrscheinlich entfernt wurde. Würde ich hier noch ein bisschen was. Wir können hier noch einen kleinen Tacken Kohleabbau aufgeben, wenn wir da gerade schon sind. Denn hier haben sie jetzt, hier haben sie mittlerweile auch gearbeitet, das ist gut. Jetzt immer noch ein bisschen mehr Kohle. Nicht viel, aber immerhin etwas. Das Eisen kann man hier eigentlich auch abbauen. Unsere Zwerge momentan eher als großen Bauauftrag nur die Baracke haben. Und sich dann hier in dem Bereich können sie doch noch ein bisschen bauen. Abbauen. Das haben die ganz gut zu tun. Und beim noch einem Koffer hatten sie Probleme. Oh Mann. Diese Zwerge und ihre Probleme immer. Wie sieht es eigentlich? Dieses Engraven kommt hier gut voran. Kann man nämlich, wenn wir hier fertig sind, auch mal anfangen, das noch in anderen Ebenen zu machen. Dass wir da insgesamt so unseren Schlafbereich zum Beispiel irgendwann mal komplett damit ausbauen können. Oder ich hätte eigentlich auch Lust, hier im Eingangsbereich damit was zu machen, einfach damit es für die ankommenden Karawanen schöner aussieht und die mehr beeindruckt sind von dem, was wir so können. Aber das kann man mit der Zeit dann mal sehen, was wir daraus machen. Und schon wieder. Oh, jetzt ist es eine Tür, wo es im Weg ist. Ach, ist das lästig. Lassen wir sie es einfach nochmal probieren. Hier auch. Sind nicht bei noch einem Koffer irgendwo Probleme oder war das zweimal der gleiche? Ja. Das erste Bett ist schon da, da kommen noch mehr. Das heißt, wir können hier bald wieder neue Räume zuweisen. Das ist gut. Wir können hier oben schon mal genau Armor Stands und Weapon Racks aufbauen. Damit wir hier Zwerge reinbringen, ja doch Zwergen zum Trainieren reinbringen können. Und Weapon Racks haben wir hier doch sicher auch irgendwo. Da oben. Können wir die schon mal überhaupt direkt aufbauen? Das kommt uns hier eigentlich entgegen. Ich sollte mich nur hinstellen und sollte die Steine, die da drunter sind, schon mal zum Dampen aufgeben, bevor uns das hinterher wieder Probleme macht. Und ich kann die Steine, die hier liegen, eigentlich auch mal zum Dampen aufgeben, damit es ein bisschen schöner wird. Dann sind sie da ja auch gleich schon durch. Dann kommt hier noch ein bisschen Wasser, dann haben wir die eigentlich wieder frei für eine größere Grabesache. Dann können wir uns zum Beispiel mal überlegen, das hier zu machen, als Baumplantage, die ich mir mal geplant hatte. Ich denke, das wäre als Training auf jeden Fall erstmal gut für unsere neuen Graber hier unten. Denn die können auf jeden Fall noch ein bisschen Übung gebrauchen. Und warum zum Himmel packt, sagt er ja, der hat ja mal Item und Stockpile. Das sollst du doch eigentlich gar nicht. Naja. Und wenn wir das fertig haben, können wir dann eigentlich mal versuchen, in der Tiefe endlich mal Magma und Lava zu finden. Damit wir dort ja mehr passiert. Die hier behalte ich mir ja noch vor. Ich habe auch den Tipp bekommen, meine Plantagen in kleinen 3x3 Plantagen zu bauen. Dann funktionieren die besser und schneller. Das ist eine ganz gute Sache. Die werde ich mir mal für die nächsten Plantagen, die wir bauen, merken. Aber momentan ist es ja soweit eigentlich ganz okay. Unsere Plants werden mal konstant, aber langsam aber konstant mehr. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Damit kann ich wohl leben.
Und jetzt haben wir den Raum hier ganz fertig, das ist gut. Ups, da, so rum, das wollte ich auch die letzten Steine da noch rausräumen lassen. Dann warten wir, bis der Weapon Rack oder der erste Armor Stand da ist, damit wir daraus eine Baracke machen können. Können hier noch mehr Kohle abbauen. Das ist schön. Da ist noch ein Tacken mehr. Und hier ist auch noch ein bisschen mehr. Bauen wir das mal alles noch ab, wenn wir gerade dabei sind. Und wir jetzt noch ein klein bisschen Rohstoffe. Wir haben Tetrahydrit gefunden. Na super, das ist ja auch so toll. Auf das Zeug kann ich eigentlich meist verzichten. Denn also es ist schon ganz cool, Tetrahydrit zu haben, weil man daraus Silber und Kupfer bekommen kann. Aber in den meisten Fällen habe ich davon eh viel zu viel. Denn so viel brauche ich das nun mal nicht, weil das Kupfer nicht so toll ist. Und eine Kuh wurde getötet, das ist auch schön. Und er rennt da immer noch wahnsinnig drin rum. Mal gucken. Ihm geht es schon schlecht, er hungert aber noch nicht. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis er sich zu Tode gehungert hat. Das ist zwar kein schöner Tod, den man einem Zwerg wünschen würde. Aber was will man machen? Bevor er unsere ganze Festung zerschlägt, lassen wir ihn lieber da drin verrecken. Hier sind sie fertig, hier sind sie fertig. Graben die jetzt überhaupt noch wo und wo? Nein, dann fangen wir hier mal an. Jungs, grabt euch mal da rein. Da kommen nämlich sofort zwei angerannt, die da gerne graben möchten. Und spätestens, wenn wir hier sind, können da eh richtig viele graben. Und dann ist das schon okay. Außerdem brauchen wir Floodgates, stelle ich gerade mal fest. Da muss ich hin. Haben wir irgendwo hier noch Platz? Ja, dann können wir erstmal ein paar Floodgates in Auftrag geben. Die können wir dann nämlich nutzen, um den Bereich zu fluten. Und hoffen nur, dass dort dann mehr wächst. Dafür brauchen wir aber Floodgates, um den Hinter wieder verschließen zu können. Oder wobei wir können dann auch Mauern bauen, das wäre auch okay. Mal schauen, müsste sich eigentlich auch über Mauern lösen lassen. Und wir könnten wieder mehr Betten in Auftrag geben. Mehr Betten ist gut. Und hier oben noch mehr Bins, das ist auch gut. Mal hier wieder gucken. Bisschen Kohle, bisschen Kohle. Einmal Kupfer und ein bisschen mehr Kohle wird langsam wieder ein bisschen mehr, je weniger ich das verwende. Was eigentlich ganz gut für uns ist, denn ich will ja nicht, dass uns das ausgeht. Dann können wir aus dem Kupfer mal eine Statue oder sowas machen oder eine Kette. Ja, ich glaube, machen wir eine Statue draus. Ist mal ein bisschen was wert, kann man dann irgendwo hinstellen zum Verschönern. Das ist dann schon mal was. Und hier können wir gucken, wie es unseren Zwergen da vorangeht. Die kommen hier ganz fix zu Rande. Das ist ganz cool. Das müsste halt tendenziell funktionieren, hier auf der Fläche Bäume hinzubekommen, denn man kann ja auch in unterirdischen Höhlen Flächen finden, auf denen Bäume wachsen. Von daher müsste sich das hier oben eigentlich auch künstlich einrichten lassen und uns damit einen hübschen Baumvorrat geben. Und währenddessen wird die da oben schon mal, na, da wollte ich hin. Können wir nämlich hier schon mal nach ein paar Betten gucken. Und können das hier zuweisen. Ja, den neuen nicht, denn wenn die nicht lange bleiben, bringt uns das nicht so viel, den Betten zuzugeben. Und wenn die so weitermachen wie bisher, entweder kommen sie irgendwann auf die Idee, dass sie Hunger haben und deswegen automatisch reingehen und das vielleicht den Bug irgendwie im Endeffekt behebt. Aber wenn sie nicht auf die Idee kommen, Hunger zu haben, dann werden sie wohl da ewig stehen bleiben, bis sie irgendwann tot umfallen. Weswegen wir eigentlich auch noch ein paar mehr Särge brauchen, denn die müssen dann ja auch beerdigt werden. Kann ich eigentlich mal eben nachgucken, wo war das denn? Da war das. Ob wir dazu vielleicht noch welche haben. Wo waren die denn überhaupt? Wo waren die denn überhaupt? Coffin. Nee. Burial Place, genau, das war's, ja. So heißen sie ja hier im Baumenü. Könnten wir zum Beispiel da noch einen hinpacken. Dann nehmen wir auch mal die Holzsärge, wenn wir die schon haben. Dann könnte hier auf die Ecke einer. Das ist, glaube ich, ein Steinsarg. Und da kann auch noch einer hin. Und hier in die Ecke können auch welche. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug, um unsere Zwerge alle dort drin zu beerdigen. Wie sieht es hier aus? Oh ja, jetzt haben hier alle Minenarbeiter genug Fläche, wo sie zu tun haben. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da durch sind.
Und eine Frage der Zeit, bis die hier schön Erfahrung gesammelt haben, denn da geht es mal richtig fix bei. Und dann wollen wir doch noch mal schauen hier unten, ob die da immer noch rumlaufen. Wo sind wir denn? Ja, die stehen dort immer noch. Wie geht's euch denn gesundheitstechnisch? Beschwert sich jemand über Hunger, über Durst, beschweren sie sich schon, ja. Müsstet ihr halt mal reingehen, Jungs. Und da sind die Wrap'n'Racks angekommen. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier eine Baracke draus machen. Ich sollte übrigens noch Türen da einbauen, stelle ich fest. Ein Sign brauchen wir den nicht, sondern wir machen daraus einen Trainingsraum und Squad Equipment dürfen sie da auch drin haben und ja, Individual Equipment packen, lassen wir sie auch einfach mal reinpacken, das schadet ja nicht. Schlafen können wir eigentlich auch sagen, dann müssen wir noch ein paar Betten mit reinstellen, aber die haben wir ja. Da können unsere, könnt der Kampftrupp nämlich einfach gleich direkt da oben drin bleiben. Auch wenn es natürlich nicht so schön ist, darin zu schlafen, aber das geht dann. Und dann können wir mal auf Military gehen. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Auf das. Na, doch, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Und zwar Activate Training. Und wir haben, glaube ich, noch nicht nachgeguckt. Aber ich sollte denen dann mal das Training einstellen, damit das überhaupt funktioniert. Added Order. Wir brauchen hier nämlich weniger. So. Und dann konnte man hier genau Copy Order und dann konnte man hier sagen Paste Order. Und in einem Monat kriegen sie frei. Wobei nicht den nächsten, das ist doof. Nehmen wir mal einen, der ein bisschen weiter weg ist. Ja. Dann haben wir da eine, haben sie da nämlich erstmal zu tun, dann müssten die leicht zu aktiven Soldaten werden und anfangen zu trainieren und sich Waffen zuzulegen. Währenddessen, wie sieht es mit unserem Eisen aus? Noch Kupfer. Immer noch kein neues Eisen. Ja, ist gerade niemand in den Öfen, das ist natürlich ein bisschen schäbig. Da wollte ich auch gerne ein paar Leute zulegen, die dauerhaft nur an Öfen sitzen, aber dafür haben wir halt noch nicht die Leute über. Tja. Und da wurde jemand zum Militia Commander und zum Recruit und zum Recruit und zum Wrestler. Sehr schön. Sind das nur 4 Leute in dem Trupp? 5. Das heißt, es müsste eigentlich noch jemand dazukommen. Wobei einer dann momentan wahrscheinlich gerade Trainingspause hat, weil ich nur 4 eingestellt habe, womit ich eigentlich auch leben kann. Das ist schon okay. Dann sollen die mal anfangen, sich ihre Waffen zu nehmen und zu trainieren, um dann hoffentlich mal bessere Krieger zu werden. Geht hier noch irgendwie was? Nö, nicht wirklich. Könnte ich hier nochmal gucken, aber da passiert auch noch nicht so viel. Er macht gerade hier oben Holzrüstung, da können wir noch ein paar mehr Schilder machen lassen. Das schadet ja sicherlich nicht. Oh, ist da mittlerweile viel Zeug drin. Mann, Mann, Mann. Eigentlich soll ich einfach mal dazu übergehen, davon ganz viel zu verkaufen, was wir gar nicht mehr so wirklich brauchen. Aber nur weil es geht. Und hier können wir noch mehr neue Betten machen. Wie viel brauchen hier denn noch überhaupt ein Bett? Wie viel haben wir denn schon? 3 Stück brauchen noch. Das heißt, die kriegen wir hier auf jeden Fall momentan alle unter. Spätestens, wenn die beiden Betten da unten noch fertig sind. Ne, das hier reicht auch schon sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall für alle unsere Zwerge erstmal Schlafräume bereit. Und aus denen brauchen wir noch keine machen, solange die Zwerge noch nicht da sind. Das hole ich danach, wenn wir sie haben. Und wir haben irgendwo Steine gefunden. Das ist natürlich ätzend. Das heißt, die brauchen länger, um hier durchzukommen, weil da irgendwie Steine im Weg sind. Aber man sieht hier vorne schon da die ersten Pilze, die aktiv sind, die hier wachsen. Was uns natürlich erstmal schon mal nicht schlecht für uns ist. Ich muss halt nur gucken, dass wir irgendwie das so hinbiegen, dass da möglichst viele Bäume wachsen und möglichst wenig Pilze. Und irgendjemand wurde wieder zum Militia Commander. Der Radescha. Mal sehen, was der denn hier so.
seinen Leuten beibringen wird. Das wird wahrscheinlich wie immer lange dauern. Man kennt das ja noch vom letzten Mal, da haben die auch ewig gebraucht, um zu trainieren. Aber ich mag das immer, wenn die Zwerge am Trainieren sind. Das macht er hier dann gerade. Construct Building. Nein, das ist der falsche. Organized Combat Training. Das klingt immer gut. Und die anderen holen sich wahrscheinlich gerade ihre Ausrüstung ab. Ja, Pick up Equipment, Store Item and Stockpile. Kann man dahinter mal gucken, was die so an Ausrüstung überhaupt verwenden. Beziehungsweise bei ihm kann man wahrscheinlich jetzt schon sehen. Hat einen Bronze-Buckler und einen Iron Battle Axe. Das klingt doch schon mal ganz nett. Und einen Bronze-Helm hat er sich auch schon geschnappt. Und das Iron Mail Shirt. Das heißt, er hat auf jeden Fall ein bisschen Ausrüstung schon mal, was ihm deutlich das Leben retten kann, wenn es denn dann zu kämpfen geht. Und das erste Bett ist auch in der Baracke sehr schön. Und wir haben noch mehr verschiedene Steine gefunden. Ne, Edelsteine diesmal. Aber brauche ich die eigentlich auch nicht, denn ich habe bisher immer noch keinerlei Edelsteinverarbeitung. Weil sich in den meisten Fällen über Crafts auch genug verkaufen lässt. Zumindest war es bei mir bisher immer so. Und so viel hatten wir bisher ja noch nicht zu verkaufen. Oder zu kaufen, dass wir kaufen wollten. Von daher, was soll's. Hier haben wir einen Recruit. Was hat er denn? Iron Breastplate, das ist natürlich schon mal eine gute Rüstung. Iron Helm, auch sehr nett. Und Zedernschild, also erstmal nur ein Holzschild und hat ein Iron Short Sword, also rennt mit einem Schwert rum. Wird also irgendwann mal ein Schwertkämpfer. Das ist okay. Wir könnten das auch einstellen, dass wir irgendwie jedem eine feste Waffe zuweisen, aber ich lasse die jetzt einfach erstmal selber sich die Waffen aussuchen, so wie sie es gerade gerne haben wollen. Und dann machen wir da schon das Beste draus. Indessen haben unsere Zwerge hier wirklich ewig zu tun. Wenn es mit der Baumplantage nicht klappt, kann ich daraus ja immer noch einen Stockpile machen, falls wir irgendwann mal viel zu wenig Platz in unserem unteren Stockpile haben. Weil das, bis wir hier durch sind, das wird ja noch dauern. Ob es dann was wird, muss man mal sehen, auch wenn hier schon wieder mehr Pilze anwachsen. Und es wäre halt cool, wenn wir da Pilze fällen könnten und als Bäume verwenden könnten. Und da ist noch ein Rekrut angekommen. Was hast du denn so? Iron Mail Shirt, Iron Helm, sehr schön. Iron Battle Axe und auch ein Holzschild. Wir brauchen auf jeden Fall so mal Eisenschilde, um die besser zu rüsten. Wobei die Holzschilde hier auch schon Masterpieces sind, also sehr gute Qualität dafür. Aber natürlich nicht so gut wie ein Eisenschild. Ich freue mich schon auf, wenn wir irgendwann richtig gute Schmiede haben und uns daraus dann richtig schön Adamantium-Rüstung machen lassen können. Das wird dann richtig, richtig gut. Nur das müssen wir halt erstmal alles finden und die Zwerge trainieren. Copper Bars haben wir da immer noch. Einmal Iron Bars und einmal nix. Sind die denn hier schon? Ja, das ist fertig. Wir können das also für Rüstung einsetzen und uns einen Eisenschild machen. Und weil wir es gerade über haben, wobei ja aus Copper machen wir. Wir mal hier rüber und machen daraus. Hier ging das doch, genau. Copper Toys zum Verkaufen. Das kommt uns sicher auch noch entgegen. Ja. Ich glaube, ja doch, wir haben die Part mittlerweile wieder so ziemlich voll. Das heißt, ich mache hier jetzt mal Schluss, lasse hier unsere Zwerge hier oben noch ein bisschen weiter graben, denn das wird, wie ihr seht, recht lange dauern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, macht's gut.